Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Firma Freizeitmobile von der Ackermauer GmbH. Heute mal nicht alleine, sondern mal zu zweit auf der Bildfläche hier. Heute habe ich Tim Aster mit dabei, den Gründer von Hannes Camper. Die beiden Fahrzeuge, die haben wir euch schon mal vorgestellt in einem Video. Einmal den Hannes Camper 600 und den 6,40 Meter. Und Tim hat was Neues mitgebracht, was er uns heute ganz einfach mal ein bisschen zeigen will. Ja, das stimmt. Danke für die Einladung hier. Schön, dass wir da sind. Timo, und ja, vielen Dank für die schöne Partnerschaft und die schöne Kooperation, die wir haben. Macht uns total Spaß und deswegen freue ich mich besonders, euch heute den Vika-Van hier zeigen zu können. Und da steht er schon. Ja, die Kamera kann ja mal kurz einfangen, mal einmal rüberschwenken. Der brandneue Vika-Van. Tim, erzähl doch mal, was ist an dem Fahrzeug anders als bei den Hannes Premium Camper Vans, die wir jetzt von euch schon kennen? Ja, also vielleicht ganz kurz, was ist vielleicht auch gleich, um vielleicht uns dem Thema so zu nähern. Wir haben wieder eine Ausbaukooperation mit Robeta. Mit Robeta produzieren wir ja schon in Slowenien seit Anbeginn in der absoluten Manufakturqualität. Das ist uns auch total wichtig und das kriegen wir auch immer von unseren Kunden gesagt. Hey, wir kommen in den Van rein und es ist ein total anderes Gefühl, als wenn du in jedem anderen Auto bist. Also auch jetzt bei der CMT in Stuttgart, wo wir ausgestellt haben, kamen halt drei Leute rein, die sofort gesagt haben, wow, will ich haben. Und das schaffen wir halt durch diese extrem hochwertige Manufakturproduktion. Und das werden wir auch gleich nochmal, wenn wir reingehen, sehen. Alles ist echt aus dem Vollen gefräst, wenn ihr das Türblatt gleich anguckt und so weiter. Das ist alles wie beim Hannes Camper Van. Was sind die Unterschiede zum Hannes Camper Van? Wir haben beim Lastenheft, bei der Konzeption versucht, das Auto, wir wollten eigentlich 10.000 Euro im Preis unter dem Hannes Camper Van liegen. Wir müssen dazu sagen, wir haben es nicht geschafft, weil es tat einfach weh, dann zu streichen, irgendwo an Anbauteilen zu sparen. Deswegen sind wir jetzt im Preis so knapp 5.000 Euro drunter. Man sieht es ein Stück weit, wir haben bei den Alufelgen zum Beispiel gespart, wir haben beim Navi Siva ein bisschen einfacheres Modell genommen, wo wir, glaube ich, sagen können, wir haben nicht am Grundauto gespart, sondern wir haben an Themen, die vielleicht dem einen nicht so wichtig sind, wie eine Alufelge ist dem einen sehr wichtig, dem anderen vielleicht ein bisschen weniger. Da konnten wir ein bisschen sparen. Beim Navi Siva ein bisschen kleineres Display, aber das Grundauto hat die gleiche Hochwertigkeit. Und das sagen halt auch viele, wenn man reinschaut, hey, das ist jetzt nicht ein Billigmodell von Hannes Camper Vans, sondern es ist halt ein extrem stylisches Modell. So kann man es vielleicht sagen. Wir haben hier ein dunkleres Interieur mit einer Holzkonstellation versehen. Und das sagen viele, wow, sowas hat man sonst im Kastenwagen oder überhaupt im Wohnmobilbereich noch nicht gesehen. Extrem stylisch. Wir können gleich mal reinschauen. Wir haben da nochmal eine höhere Variabilität. In der Küche haben wir eine höhere Variabilität durch eine Kombi. Durch eine Kombi in der Spül- Kochkombination und wir haben ein Schwenkbad. Das wurde von vielen gewünscht, die gesagt haben, hey, ja klar, der Hannes Camper Van ist mit der Lamellentür extrem schick, mit den großen Spülelementen, aber wir wollen doch mal mehr drin duschen, obwohl wir natürlich die Außendusche haben, aber viele wollen vielleicht auch mal innen drin duschen, ne? Das soll ja auch Leute geben. Und von daher haben wir jetzt hier einen Schwenkwaschtisch, um nochmal eine höhere Variabilität zu haben, und wir haben hier eine ganz offene Blickachse. Das war auch was einige sich gewünscht haben, gesagt haben, hey, wir wollen noch mal so mehr dieses Feeling haben, dass man das ganze Auto durchgucken kann. Und wenn man es vielleicht ganz detailgenau wissen will, wir haben jetzt 3 Zentimeter mehr Innenraumbreite durch einen bisschen versetzteren Möbelbau. Das war gerade bei einigen Leuten, die sagen, hey, gerade so vor der Waschtür hätte ich gerne ein bisschen mehr Platz, sind diese 3 Zentimeter auch spürbar. Ja. Und wir haben hier jetzt ein bisschen klassisch eine richtige Tür, keine Lamellentür, auch nochmal mehr Stabilität. Und wir haben einen Aufgang, sodass wir halt aufs Bett höher gehen können. Das haben gerade viele von den Damen gesagt, hey, ich bin 1,60 groß, mir ist der Schritt ein bisschen schwer. Klar ist dieses Element, was wir haben zum Aufklappen mit dem Magnet, super gelöst zum Durchladen. Aber viele haben gesagt, ja, so oft zieht meine Tochter auch nicht um, dass ich die Durchladefunktion brauche. Es kommt nur alle 2-3 Jahre vor, aber ich muss jeden Abend aufs Bett und bin 1,60 groß. Und deswegen möchte ich gerne eine richtige Auftrittfläche haben, um ins Bett zu kommen. Also das sind so die 4, 5 größten Anpassungen. Ansonsten aber auch wirklich wieder 260, 270 Stunden Produktion pro Fahrzeug. Also wirklich wieder bis ins letzte Detail, Rahmenfenster,
wieder alles serienmäßig im All-In-Konzept mit der Markise, auch wieder Anhängerkupplung serienmäßig. Also auch da. Lass uns ganz einfach mal einen Schritt näher ran machen, dann können wir vielleicht auch noch mal einen Blick reinwerfen. Wo soll es sein? Wie du gesagt hast, Küchenoptik hier etwas anders. Beim Hannes Camper habt ihr den aufgesetzten Kocher mit einem separaten Spülbecken. Hier ist es in einer Kombination mit einer Glasabdeckung. Ja. Finde ich jetzt absolut nicht weniger schön gelöst. Und ansonsten, Thema Leichtbau ist ja bei eurem Premium, Hannes, immer ein großes Thema gewesen. Das habt ihr jetzt bei diesem hier etwas anders gelöst, aber ihr seid trotzdem viel leichter geworden, als ursprünglich geplant war. Genau. Warte mal, wie viel Zuladung haben wir jetzt hier bei so einem Auto noch in der 6-Meter-Version, wie wir hier stehen haben? Also wir haben hier das Aufstelldach und auch Lithium-Ionen- und Wechselrichter-Solarpaket mit dabei. Wir haben den gewogen, da waren wir bei 2980 Kilo mit vollem Dieseltank, aber ohne Frischwassertank. Also so in der Richtung 500 Kilo auf die 3,5 Tonnen. Und das bei einem Pappel-Sperrholz-Ausbau mit Aufstelldach. Ne? Also wo wir auch das Aufstelldach haben. Ist das, Automatikgetriebe ist mit drin, in dem Fall wiegt auch noch mal ein paar Kilo. Und wir also haben deswegen waren wir happy, dass wir unter den 3 Tonnen leer geblieben sind. Ich denke, das ist ganz gut, trotz des Pappelsperrholzausbaus. Ja. Tim, jetzt das Auto, wo wir hier jetzt drin sitzen, ist ja aufgebaut oder ausgebaut, in dem Fall auf der Ducato-Basis. Was für Varianten könnt ihr da anbieten? Ja, ganz genau. Also auch eine Entwicklung, die wir letztes Jahr stark gemerkt haben. Wir haben fast 50% Ducato mit dem Automatik ausgeliefert, weil die Ducato-Konfiguration da auch sehr gut passt mit der Automatik. Wir haben viel 180 PS Automatik in der Konfiguration, was wahrscheinlich auch zu dem Premium-Anspruch natürlich passt, ausgeliefert. Wir haben hier in diesem Fahrzeug ein 140 PS Chassis. Hier in dem Fall auch mit einem Digital-Cockpit und Assistenzsystem. Das wird sich jetzt ab dem Sommer ein Stück weit noch ändern, weil ja auch die Citroën-Basis aufgewertet wird. Das heißt, auch beim Citroën können wir dann ein Automatikgetriebe anbieten in der Konfiguration 140, 160, 180 PS. Dann zusammen mit dem Fiat, also so, dass wir zwischen Fiat und Citroën ein Stück weit auswählen können. Wobei man ja sagen muss, sehr wahrscheinlich wird das Portfolio ein Stück weit zusammenrücken, sodass durch die Auswertung des Citroën der Unterschied zum Fiat nicht mehr ganz so groß sein wird. Aber um es noch mal kurz und knapp zu beantworten, wir können alle verfügbaren Chassis- und Automatik-Getriebe-Getriebekombinationen anbieten, die es im Stellantis-Baukasten gibt. Ja. Dann haben wir natürlich ein bisschen höhere Wartezeiten. Aktuell haben wir eine gewisse Standardisierung auf die 140, 165 PS Chassis. Das heißt, dann haben wir vielleicht auch mal 3-4 Monate Wartezeit. Aktuell haben wir ja durch unsere Standardisierungsstrategie 4 bis 8 Wochen, sodass man da halt auch relativ schnell zu seinem Urlaubsglück kommt. Dann natürlich ein Stück weit in der individuellen Konfiguration ein bisschen mehr Wartezeit, aber ich denke, das lohnt sich dann auch. Also wer da seine Automatik-Chassis auf Citroën haben möchte oder auf Fiat, der ist da auch gerne eingeladen, sich das Auto individuell zu konfigurieren. Ab wann wird da was verfügbar sein? Könnt ihr da schon was zu sagen? Oh, Timo, das ist natürlich die Glaskugel, die wir ja bei Stellantis in die letzten Jahre immer oft bemühen mussten. Habe ich jetzt leider nicht mit nach Sande gebracht. Schade. Aber wir gehen bei einem, aktuell hören wir wirklich von gutem Anlauf, also dass wir da keine Probleme haben wie bei dem Fiat-Aufwertung. Das ist natürlich immer so ein Thema, was einem dann noch in Erinnerung geblieben ist, wie der Anlauf von dem Fiat Automatik lief. Aber wir gehen aktuell von den ersten Auslieferungen im September 2024 aus. Was ja auch nicht mehr in allzu weiter Ferne ist. Was jetzt nicht mehr in allzu weiter Ferne ist, genau. Da kann man jetzt sehen, ihr habt einen richtig schönen Auszug montiert. Gasregler mit Crashsicherung, sodass wir auch die Gasanlage während der Fahrt hier betreiben können. Und man hat sogar noch den letzten Platz da hinten ausgenutzt und noch ein bisschen Stauraum im Gasfach geschaffen. Tim, jetzt stehen wir hinten am Heck vom neuen Vika Van und wir sehen hier so ein paar Dinge, die hier serienmäßig schon mit dabei sind. Ich habe einen Fuß auf der Anhängerkupplung, die ist wie beim Hannes auch serienmäßig mit dabei, nehme ich an. Genau, Anhängerkupplung, serienmäßig. Ne, wir haben immer mehr Leute mit E-Bikes natürlich und von daher ist es für uns, ich glaube, wir haben auch bei den Nachrüstungen die letzten Jahre immer Anhängerkupplung nachgerüstet. Von daher von uns einfach ein kleines geschenkt, dass die Anhängerkupplung immer serienmäßig mit dabei ist. Ja. Auch genauso unsere Rückfahrkamera für den Naviceiver immer mit serienmäßig dabei. Und das Beleuchtungskonzept mit voll dimmbar, sodass wir alle Lampen einzeln
dimmen können und auch wieder, wofür wir immer sehr gelobt werden, mit den ganzen USB-C und USB-Buchsen, was ja auch noch nicht serienmäßig ist, dass man überall USB-C hat, ja. Sodass wir dort auch hier hinten am Bett auch die Anschlüsse haben, ganz genau. Thema Isolierung fällt immer auf bei euren Autos, wenn man sich die Hecktüren anguckt, die sind wirklich von unten bis oben schön abgekleidet, abgenäht. Die Seiten, was für ein Isolationsmaterial wird hier verwendet und was haben wir hier für eine Stärke? Wir haben eine 25 mm Armaflex-Isolierung. Das ist ja auch die Besonderheit, auch man redet immer nur von der Wärmeisolierung, aber es ist halt auch eine akustische Komponente. Also wenn man die Türen zumacht, merkt man halt auch, es ist ein ganz angenehmes, Manche haben neulich gesagt, so ein Business-Class-Gefühl, dass man halt sich ganz gedämmt unterhalten kann. Also 25 mm Armaflex und dann noch entsprechend hier hinten die Aufpolsterung, die dann halt für dieses gute akustische Klima sorgt. Man muss natürlich auch der ganzen Wahrheit sagen, das kostet Platz. Ne? Also wir haben ja hier im Ducato oder im Citroën Jumper die Innenraumbreite und wir könnten es, wenn wir auf die Isolierung verzichten würden, könnten wir eine 1,95 oder 1,96er Bettlänge schaffen. Wir sind hier bei einer 1,88 in dem Querschlafmodell. Von daher kostet natürlich diese Isolierung und die Aufpolsterung einfach Platz. Das muss man auch der Ehrlichkeit immer dazu sagen. Ja. Das ist der kleine Nachteil, den man dann vielleicht hat. Deswegen haben wir aber auch im Hannes Camper Van jetzt ein 2,5 Meter Bett in der Längsschlafvariante gemacht. Also wenn du den 640er dir anschaust, kriegen wir jetzt dort ein 2,5 Meter Bett hin. Also Basketballer, Gardemaß. Und das Thema Liegelänge wieder erschlagen. Ja, genau. Ja, ne? Und kommt trotzdem in den Genuss der super Isolierung. Ganz genau. Ja. Markisenkurbel können wir auch sehen. Genau, Markise ist auch serienmäßig. Auch die Premium-Variante von Thule, die dann auch zu unserem Auto gut passt. Ja. Die ist auch immer serienmäßig mit dabei. Bettbereich können wir sehen, habt ihr wieder mit der schönen Lounge-Funktion ausgestattet. In beide Richtungen, sodass man sich auch wirklich mal bequem machen kann, wenn man irgendwo ein nettes Plätzchen nach hinten genießen oder eine nette Aussicht nach hinten genießen kann, richtig? Ja, ganz genau. Also wir haben wieder unseren super hochwertigen Lattenrostbau genommen, der auch wieder Gewicht wiegt. Also deswegen sind wir froh, dass wir da auch trotzdem vom Gesamtgewicht sehr, sehr konkurrenzfähig sind und auch wieder unsere sehr hochwertigen Matratzenpolster haben wir genommen und wie gesagt mit der Lounge-Funktion, die auch immer sehr gut ankommt. Ja. Wir wollten hier nochmal eine höhere Variabilität haben für gerade die Gäste und Kunden von uns, die freistehen. Von daher haben wir hier einen Schwenkwaschtisch, sodass man den Waschtisch zur Seite schwenken kann und so nochmal einen größeren Bereich für eine Duschfläche hat, also nochmal eine höhere Autonomie hat fürs freie Stehen. Und es haben sich viele Gäste von uns gewünscht, eine Banktoilette zu haben. Eine Banktoilette hat ja nochmal eine höhere Stabilität, ist nochmal einfacher zu pflegen. Man hat keine Ecken, wo noch irgendwo Dreck reinfallen kann oder ähnliches. Nochmal eine höhere Auflagefläche, ein bisschen mehr Komfort. Und von daher haben wir uns hier auch als Abgrenzung zum Hannes Camper Van für eine Banktoilette und einen Schwenkwaschtisch entschieden, um auch nochmal einfach eine Alternative anbieten zu können. Ja, jetzt gucken wir uns nochmal die linke Fahrzeugseite an. Ihr habt auch beim Vika nicht auf die schönen Seitz-Rahmenfenster verzichtet, wie ich sehe, was dem Auto ja auch wirklich sehr, sehr gut steht. Ja. Außendekor im Vergleich zum Hannes noch mal ein bisschen anders. Genau, wir haben so topografische Linien gemacht. Wir wollten damit noch mal so ein bisschen so diesen Van-lifigeren Charakter ein Stück weit betonen. Einfach noch mal dadurch, dass wir jetzt ja sagen, wir haben auch noch mal das variablere Bad, haben wir halt gesagt, das Auto ist vielleicht noch mal ein bisschen autarker unterwegs, ein bisschen unabhängiger vom Campingplatz und dadurch haben wir halt dieses Dekor mit den topografischen Linien, um das noch mal ein bisschen zu betonen. Außendusche, auch ja, wenn man autark unterwegs sein will, sicherlich ganz nett, irgendwo am Strand mal eben abduschen. Habt ihr auch beim Vika mit dabei, wie ich sehe. Auch warm-kalt wieder, ne? Also genau die gleiche Variante. Insbesondere ja bei den Hundebesitzern auch sehr beliebt. Genau. Und das Aufstelldach in dem Fall hier mit dabei, sodass wir das Auto auch mit 4 Personen wirklich nutzen können. Ganz genau, beim Aufstelldach so ein paar kleine Facelift-Verbesserungen jetzt zum Modelljahr 2024. Nichts Großartiges, aber wir haben ein Stück weit die Tragarme noch mal verbessert und noch mal ein bisschen besser für so Flugrostkorrosion geschützt, also rein ästhetische Gründe.
Wir haben auch hier, man sieht es vielleicht auch schon ganz gut, wieder auch das Solarpanel auf dem Aufstelldach integrieren können. Wir haben das Solarpanel ja immer im Set mit dem Wechselrichter, mit Netzvorrangschaltung, also immer ein voller 2000 Watt Wechselrichter, der sich dann mit dem Solarpanel natürlich super ergänzt. Und wir haben dann noch mal ein bisschen besseres regenabweisendes Material verwendet, sodass man den Nutzungsbereich des Aufstelldachs noch mal ein Stück weit verbessern und erweitern kann, auch so in die nassen Oktobermonate vielleicht im Ort Deutschland mit rein. Und serienmäßig jetzt auch ein Rausfallschutz, können wir gleich nochmal von innen schauen, ein Rausfallschutz, sodass man oben auch die Kleinkinder noch besser beherbergen kann. Ja, sehr schön. So, am Ende stehen wir jetzt nochmal davor, vorm neuen Vika-Van, hier in der 6 Meter Version mit Aufstelldach. Wir haben ja gesehen, wir haben hier wirklich viel, viel Ausstattung mit dabei. Erzähl doch mal ganz kurz, was kostet das gute Stück, so wie er hier jetzt von dir konfiguriert steht? Ja, hier steht er natürlich in sehr schöner Konfiguration mit dem Fiat 140 PS Automatik, mit dem Aufstelldach, mit dem Solar-Wechselrichterpaket, ist er bei 92.200 Euro. Er fängt allerdings bei 75.000 Euro an in der Ausstattung mit dem Schaltgetriebe auf 140 PS. Dann kann man da natürlich noch mal im Preis runtergehen, aber hier, wie er jetzt steht, knapp über 90.000 Euro in der vollen Ausstattung. Ja, also kann man sagen, für roundabout 80.000 Euro kann man mit einem Vika-Van schon unterwegs sein, wenn man möchte. Und an wirklich viel muss man dann nicht sparen bzw. verzichten. So wie er hier steht, ist er uns relativ komplett und voll ausgestattet mit Solar, mit Elektrikpaket, mit Aufstelldach. Aber auch in der Grundkonfiguration ja ein wirklich sehr, sehr komplettes Auto schon. Absolut. Wir haben hier einen klassischen 6-Meter-Van, sprich 2,5 Meter Außenbreite, 5,99 Meter lang, mit dem Aufstelldach etwa 2,65 Meter in der Gesamthöhe. Preise haben wir gerade schon gesehen. Die Ausstattung schreiben wir euch auch noch mal in die Videobeschreibung unten rein, sodass ihr da noch mal genau nachlesen könnt, was ihr hier jetzt direkt gesehen habt. Ja, Tim, dann sage ich vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Danke euch. Und für das nette Gespräch, was wir hier hatten. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und nicht vergessen, Like da lassen, Kanal abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt.